Entschuldigung. Ich habe jetzt noch einen kleinen, bescheidenen Beitrag. Und zwar habe ich Petersilie mitgebracht aus dem Garten. Und ich möchte, dass ihr die einfach mitnehmt und mal beobachtet. Und ich weiß nicht, ihr einen kühlen Standort wählt. Also wer möchte, kann sich das mitnehmen. Der Pott ist ein bisschen schwer, aber die Tüte ist haltbar. Und ja, das wünsche ich mir, dass es zwei gibt, die das einfach mitnehmen. Und dann möchte ich mal einfach fragen, was ihr davon haltet, dass ja morgen, ist es der 500. Geburtstag oder Todestag von Luther? Wer weiß das? Wer kennt einen Martin Luther? Wer möchte was dazu sagen? Ist das jemand, dass man sich an den noch erinnern kann nach 500 Jahren? Was ist einfach eure Meinung? Fragezeichen? Erst den Artikel lesen. Wir haben ihn auch vorhin gehört. So, ich würde gerne, kann ich die Frage kurz beantworten? Ja. Na, morgen ist natürlich der Thesenanschlag. Also weder Geburtstag noch Reformation noch, also ja, sondern er hat vor 500 Jahren hat er die Thesen angeschlagen an die Kirche in Wittenberg, Dankeschön. Genau. Und die Tür gibt's aber nicht mehr. Die ist heutzutage aus Stahl oder aus Kupfer oder aus Metall auf jeden Fall, da kann man heutzutage nichts mehr dran nageln. Und die Frage ist auch wirklich, ob er das getan hat oder ob das nicht sozusagen eine Sprichwörtlichkeit ist, die nachträglich sozusagen so empfunden wird. Also ob er wirklich den Nagel rangesetzt hat, diese These angeschlagen hat, das könnte sozusagen auch eine rhetorische Übertreibung von jemandem gewesen sein, der das als Zeitzeuge gesehen hat. Denn es ist wahrscheinlicher, dass Luther das nicht gemacht hat, sondern ganz normal die Post verwendet hat und den Brief einfach geschickt hat. Ja, das ist wahrscheinlicher. Also der Thesenanschlag ist, wir wollen das so sehen, es ist nicht unbedingt historisch haltbar. Genau, und das feiern wir. Morgen ist der Reformationstag, für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Hat sich die evangelische Kirche nicht gegründet, aber da ist die Reformation in Gang gekommen. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum wir hier sowas wie ein offenes Mikrofon machen können. Genau, aber das erkläre ich vielleicht irgendwann mal hinter der Kamera, wann anders. Wir haben auch sehr viel über Frieden geredet. Naja, gerade jetzt. Und wer kennt nicht den Messias? Der ist mit dem Namen Jesus. Wenn jemand wirklich das Wort geprüft hat, der Messias hat nicht für die Kirche gepredigt, sondern gegen die Kirche. Der Messias hat eher sein Wort verkündet für die Menschen, die Außenseiter waren, nicht für die Kirche. Und heute ist das so, dass wir sagen, ne, wir dürfen hier überall reden, jeder glaubt, der in eine Kirche geht, ist gerettet. Aber es geht nicht um die Rettung einer Kirche, sondern um die Rettung der Seele des Menschen. Und Jesus, die zum Kreuz auf Golgatha, der hieß Jesus. Nach dem Kreuz auf Golgatha, er hat ein Wort gesagt, das sehr wichtig ist, bis zum heutigen Tag, und das heißt Tetelestai, das heißt, und es ist geschehen. Das heißt, an diesem Zeitpunkt, auf den Riss in ein zweiseitig gebrochen war, da ist eine Botschaft für uns alle. Wenn wir weiter in eine Kirche gehen, es hat keine Garantie, weil Jesus ist für jeden Menschen der Messias, der Verfasser der Geschichte, ist für jeden Menschen da. Viele Menschen, die in eine Kirche gehen, die glauben, die Menschen, die auf die Welt sind, Frieden. Genau, und die glauben, diese Menschen haben keine Errettung. Und darum gibt es so viele Menschen, die in die Welt sind, weil die meisten von der Kirche werden diese Menschen verfluchen. Und wir dürfen kein Mensch verfluchen. Ne? Der Messias, der Menschensohn, sein letzter Name war Yeshua HaMashiach, nicht Jesus. Er hat gesagt und es steht geschrieben, truf alles. Und sein letzter Name war Yeshua. Und er ist nicht für die Menschen aus der Kirche, sondern für die ganze Welt. Für die ganze Welt. Und viele glauben nicht, dass sie auch errettet werden könnten, nur weil sie in die Welt sind. Das ist eine Falschheit.
Jesus hat gegen die Kirche gepredigt. Er hat nur für, er ist ein Samariter. Barmherzigkeit und Gnade. Und was predigt heute die Kirche? Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und erst dann wirst du Zusammengehörigkeit haben. Das ist auch nicht. Weil er hat gesagt, alles was mit der Kirche zu tun hat, Synagoge Satan. Jesus alles Leute liebe. Genau, Jesua hat alle Leute lieb und heute wir alles gegen ihn gepredigt. Er ist für die Kirche, nein, er ist für, auch für die Menschen, die obdachlosen sind. Die meisten verstehen das nicht, aber es geht nicht um die Kirche, es geht um die Seele jedes Menschen. Und er hat ein Wort gesagt, nach dem Neuen Testament heißt, liebt den Vater über alles mehr als alles andere. Und der zweite, das zweite Wort ist, liebt die Seele mehr als alles andere oder liebt dein Nächsten. Wer ist dein Nächsten? Das bin ich. Familie. Nein, ich. Weil wenn ich mich nicht selbst liebe, wie soll ich jemand anderen lieben? Und erst wenn ich mich erkenne, dann kann ich den anderen lieben. Und wie erkenne ich mich selbst? Ich muss etwas in mir hineinschauen. Ne? Weil alles, unsere Information von unserem früheren Leben ist in uns drin. Wir müssen nur suchen. Danke. Nicht mehr Eishockey buchen. Gell, gab uns Eulen. Nicht mehr Eishockey buchen. Katrin Göringer ist die einzige welche sich hier abgehören. Sei es gar nicht dieselbe. Wenn ihr sagt, Oscar Lafontaine, nein, pum, sie hat die Jörg Kopp. He is not a police, Oscar Lafontaine. Ja, aber großartig. Das war Finish war das. Finish. Ende. Anfang. Ende. Ziel. Finish. Hier wäre eine Krise leicht. Aber ist das was Euro oder geht das schlimmer? Ja, das geht noch schlimmer. Ja, wir bauen uns einen Krieg. Wer ist Herr Dr. Baum? Dr. Baum ist wer? Natürlich Dr. Baum ist wer? Sollen wir eines bisschen Hiroshima, Fukushima, Hiroshima sein? Start Boem, Boskop. Okay, machen wir weiter. Gewaltfrei, jugendfreundlich und im guten Ton, bitte. Genau, und ich bitte eigentlich auch auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Auf jeden Fall hier auf der Bühne, wer es ja da sonst auf dem Platz macht, da gucken wir nicht nach. Aber bitte probiert, auf Alkohol und Drogen zu verzichten. Ja, außer bei Filmen. Ich einmal sagen, ich bin polnisch, ich nicht gut perfekt sprechen, aber meine... Ich bin obdachlos, ich bin stinkt, ja, verstehen. Laufen nach Mission, duschen, okay. Aber mein Herz, alles Leute, Respekt vor mich, alles geschenkt, alles, Klamotten, Schlafsack, alles. Ja, aber trinken, Dieser Mann trinken zusammen, zwei Minuten später, bam. Warum? Das ist nicht gut. Ja, genau. Warum? Ego. Nicht gut trinken. Trink Milch. Ja, genau. Ja. Trink Milch. Ja. Ich bin total Alkoholiker, ich will trinken, aber keine aggressiv,
einen Tag diese Quakquakqua kaufen, essen und Futter. Ich keine aggressiv. Warum aggressiv? Okay, bist du fertig? Ja. Okay, danke schön.